Willkommen bei Z-Guides. Wir sind wieder bei Dragon's Dogma 2 und heute geht es mal nicht um einen Medaillon, sondern um ein, sagen wir mal, eine kleine Finanzspritze hier in der Stadt. Ihr habt Bock, euch irgendein Schwert zu kaufen und habt nicht das Geld dazu? Dann folgt mir einfach. Wir befinden uns mitten in Wernwurf, der Hauptstadt. Denke ich mal, dass es die Hauptstadt ist. Und am Zielkristall und wir klettern jetzt hier nach oben. Dieser Sprung ist etwas tricky, aber der geht. Und direkt hier. Seht ihr schon mal. 2000 Gold. Bam. Geil, oder? Das war's aber noch nicht. Wenn ihr jetzt zum Beispiel diesen ganzen Weg hier folgt, auf diesem Aquädukt entlang, findet ihr noch viel, viel mehr. Wir können ja noch so drüber gehen. Ich möchte jetzt nicht das ewig lang in die Länge ziehen, aber es gibt unterwegs auch noch Truhen. Auch Gegner, müsst ihr aufpassen. Und wenn ihr ganz weiter hinter geht, findet ihr sogar noch eine versteckte Höhle. Genau ganz hinten da. Hier ist noch ein bisschen Fleisch, fauliges Bestienrippenfleisch. Ja, das war's. Danke fürs Zusehen. Lasst ein Abo da. Um keine weiteren kleinen Tipps zu verpassen, haut rein. Ciao, ciao.